Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Geistesberg, meine Freunde. Im Challenges-Projekt mit mir und dem lieben AustraTV. Wahnsinn. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. Und ich habe doch noch einen Ball voll gekriegt, Leute. Das ist doch schön. Ossi, wo soll ich dir die Presse hinstellen? Egal, kannst du von mir da hinstellen, wo dein Drescher steht. Warte eh jetzt. Okay. Stell ich da hin. Dass das ein Baum ist, Leute. Das verstehe ich schon gar nicht. Wie? Dann. Das hat doch noch mal. Oh. Das sind fast 10k Profit. Leute. Das ist gut so. Wie jetzt? Geht das Ding jetzt runter? So. X. Bin ganz voll. Erste. Du. Zweite. Das hat lang. Dritte. Hier da. Oh, ich verarschen. 6 von 23, glaube ich, oder? Das sind schon einige, ne? Sieben. Digga! Oh oh. Ja, er muss reichen, Leute. So ein Ding ist das, es muss reichen. Ach, der blinkt von diesen. Aber naja, gut. Das ist gut, JD, das ist gut. Ja, ja, hab ich mir auch schon gedacht. Immer weiterfahren, immer Leute automatisch stehen. Hier 10 und die 15, Leute. Muss ich das Schindler schieben? Echt 10 und die 17. Was haben wir bei zählen? Und die 18. Mach schon jetzt das nächste Mal auch, wenn ich dann Ballen wieder. Oh, 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 oh! Und die 19. Ah. Was ist hier dein Special wegnehmen? Das ist nicht gut. Das kommt sehr gut. Das ist gar nichts. Hat es wirklich gemacht? Ja. Geht nix, ist aber langweilig. Ja, weil er den Wagen noch dran hat, wenn er jetzt abkuppeln würde, dann wird was passieren. Schätzungsweise auch. So, sag mir bitte, dass das da unten ist. Wo kann ich abladen? Bei der. Wo kann ich Diesel tanken? Nee, ist es natürlich nicht. Ja, Johnny, du kriegst nachher Diesel. Alles gut. Muss da halt mit wenig auskommen. Kriegt Aussieht das Geld oder kriege ich das Geld? Werden wir gleich sehen. Wenn ich keine Angst, ich bald das Geld schon. Naja, 5000 plus Dieselverschwendung, alles gut. Die revelanteste Idee. Wie man es heute ist, ne? Ja. Dieses Ding kann ich dir auch wieder am Feld abhängen. Ja, jo. Oder willst du es am Hof? Kann ich dir auch machen. Ja,
Ist mir egal. Da bekomme ich das Geld. Komm, bitte, bitte, bitte. Es wird zu 90% so passieren, dass du kriegst das Geld. Was? Es wird zu 90% so passieren, dass kriegst du das Geld. Hätte ich nichts dagegen, hätte ich gesagt. Nee, ich krieg's. Schade. Ach schade, ich hab den mal schnell LU weggenommen, aber irgendwas passiert trotzdem nicht. 14.984. Das macht 9.984. 184 habe ich gebraucht. Das sind 9.800 Euro Profit. So ein Ding ist das. So. Kostet denn die Drille die neue? Wo wollte ich? Kostet es sich ja wieder ein Spatzengeld. Einzelkorn. Ja, stimmt, du hast doch Geld, also. Oh nee, 19.000 Euro. Ach, ja. Ist wieder klar. 18. 17,5, wo fehlen mir wieder? Das ist wieder maximal schlecht. Denk, dann müssen Johnny noch tanken fahren. Da fehlt ja. 10,8 als 9. Ach. Maximal schlecht, oder? Ja. Können wir erst morgen kaufen, aber die Aussaat ist ja auch noch nicht jetzt. Dementsprechend fahre ich jetzt kurz aufs Feld. Gehe ich den Johnny auftanken. Boah, Alter, ich weiß gar nicht, was ich jetzt kaufen will. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ich habe, glaube ich, ganz was Dickes vergessen. Dann. Mal kurz gucken gehen. Oder bitte sag mir nicht, dass ich es vergessen habe. Ah, Bild zu machen, ne? Ich. Ich hab's vergessen. Och, Mensch. Alles gut. Mach so ein Bild. Abschauen. Kannst du schnell ein Bild machen von meinem CMR an der Presse? Nee, Presse nicht. Ich hab. Ach, Digga. Hab's vergessen mit dem vollen Dings da hinten dran. Ja. So. Hab ich die abgehauen? Jo. Kannst du wieder Lobo wieder wegnehmen? Ist schon längst. Weg. Was denn so? Du hast so viele Maschinen durchtappen. Jetzt kann der Drescher eigentlich da stehen bleiben, oder? Bis die Sojabohnen reif sind. Ach, dann bis nächstes Jahr. Ja, eigentlich kann der runtergefahren werden, stimmt. Ey, fährst du es gleich verkaufen? Was? Fährst du es gleich verkaufen? Die Sojabohnen? Ja, oder nee, was du gerade da am Anhänger drin hast. Nee, ich gehe nur tanken. Ja. Oh. Stellen wir den schon mal raus. Geben den schon mal den Kurs. Wenn der andere fertig ist, dann kann der wegfahren. So, jetzt hat er wieder Spinnungen, der Drescher. Hab mich zu früh gefreut. Wo wollen wir hin? Zur Welt 33. Null. Aber eigentlich, Digga, müsste der Drescher auch getankt werden. Also, really, ich sag dir. Ich sag's ja wirklich ungern, aber es ist so. Der hat kein Viertel mehr Tank drin. Der muss so viel noch dreschen. Kannst du vergessen. Der muss tanken gehen. Alter, jetzt hat er wieder die Spinnungen. Du erzählst, der Benzinmotor läuft halt mir gut, hä? Ja. Yeah. Digga, kannst du auch mal lassen? 800 Euro für Sprit, den macht er.
840 Euro, Digga, ja, guten Morgen. Wenn du da, Digga, schon tankst, dann bist du mindestens genauso viel Geld los. So, warte. Jetzt hab ich den rausgenommen, jetzt kann der tanken fahren. So, jetzt fahre ich mit dem 8er kurz händisch nach Hause. Nein, natürlich will ich die Gerste nicht verkaufen. Wir hatten hier eine Produktion. Ei. Was ist denn das für eine Produktion? Bäckerei. Ach so. Hä? Hast du dann vor ein paar Fallen noch groß angeteasert, dass du das wusstest? Ja. Aber ich wusste nicht, dass die Molkerei hier steht. Ja, du aber. Nicht. Ich. Ach. Moin, Treasure. So, sag mir nicht, du machst mich pleite beim Tanken. Komm, mach einen Shaggy-Arm. Ich werde noch eine 70 vorstellen. Ich habe 71,49. Der kann doch nicht für 1100 tanken. Kann er das, warum denn nicht? 1149. Komm. Macht mir das Bild. Hast du mir den Lohnerstatus weggenommen? Ja, super. Alter. Weg. Schmeckt. Mitten übers Feld. Hä? Warum tankt der Lexion nicht? Ich dachte, hä, warum geht das doch kaputt? Oh, Jackie ist voll immer gegengefahren, glaube ich. Ja, ist gut. Ja, ja. Ah, jetzt, ich muss in den Händen dich tanken. Ja, du musst was machen, ne? Ah, das war voll scheiße. Och, scheiße, Digga. Och, scheiße, das wird toll. Machen wir bei Hälfte fertig, oder? Genau. Willst du sagen, warum der nicht getankt hat? Warum? Weil der noch nicht unter dem und dem Prozentsatz ist. Ah. Wollen wir Schluss machen, Leute? Reicht doch, oder? Oder nicht? Ja gut, ob du jetzt dran folgen musst oder später nochmal dran. Also, der Preis ändert sich nicht. Doch, Mensch. Doch, ich glaube, der Preis ändert sich. Fisch. Meint der Dieselpreis würde auch schwanken? Ich bleib, glaube ich, über 70. Komm, mach Schluss. Och, Mensch. 1187 Euro und der hatte noch ein Viertel Tank drin. Was ist denn das für ein Dieselfresser? Oh! Jetzt wäre Drescher fast müde gewesen. Aber zum Glück haben wir ja hier Superkraft. Alles gut. Dann wäre der aufgestellt worden. So, kurz dahin fahren, Leute. Dann machen wir doch die 33 rein. Jetzt haben wir ja einen vollen Tank. So bereue ich irgendwie jetzt schon. Jo. Entfernen wir 20.000 Euro. Für die neue Drille, Leute. Du hast das getestet mit dem Schneidwerk, Fabi? Was? Die Fahrt nach unten? Testet habe ich das nicht, ich habe das nur mit dem Deutz und dem Schneidwerk eingefahren. Gut. Hoffen wir, dass das klappt. Ich feiere es, wenn er jetzt irgendwo das Schneidwerk ablädt. Bitte nicht, Digga. Ich sag mal so, ne? Der lenkt halt anders wie der Deutz. Doch, das muss ich mir jetzt angucken. Jetzt habe ich was zu tun. Biggies Drescher auslachen, weil er ablädt. Am besten musst du gar nichts sagen. Vorher ist Jackie, ah, guck mal, Drescher ist unangekommen. Scheiße, muss schon Schneidwerk beim Händler. Scheiße. Das ist jetzt schon gut. Bei dir, Herr Hof hat ja schon angefangen zu wuppen. Au. Weil der beim Bordstein gefahren ist. Oh. Jetzt gibt er mal Gas hier. Ha ha ha!
Jetzt fährt der Gini selber. Was macht er? Nix, alles gut. Was macht er? Ja. Du hast die eine Stelle nicht gesehen, das andere. Da war der aber. Nein, was? Das hat nicht gereicht. Oh Mann. Das war der Enttäuschung, Alter. Der hat's schon abgeladen gehabt. Was denn draußen, Leute? Komm, irgendwo muss das doch verlieren, sonst muss ich es runternehmen. Hör auf! Jetzt fährt er mit dir. Nee, der macht das. Mal Fabi hat was Gutes gemacht. Au. Gibt es das? Ja, Moment mal, du bist noch nicht unten abgewogen. Er hat mich zu früh gelobt. Aber das finde ich gut. Ich glaube, die Kurve, die habe ich ordentlich steil eingefahren. Und die Kurve ist auch scheiße gemacht, ehrlich gesagt. Rechts, wenn du zum einen PGA willst, dann darfst du gehen in diesen Strompfosten da. Oh. Ich hab's gesagt, mein Freund. Ich hab's predicted. Er ist rausgefallen. Nö, er fährt weiter. Oh, er hat's gepackt. Er hätte es gepackt, oder nicht? Ja, ich weiß, du musst dich immer einmischen. Guck, und du packst es nicht, du setzt dich direkt mit dem Rad hinten vor den Zaun. So, bitteschön. Mach weiter. Du hast deine Arbeit gut gemacht. So. Wo bin ich denn noch? Hier. Meinst du denn, weil die Scheiße eingefahren ist oder einfach weil die zu eng ist? Der Ocelot. Was? Meinst du denn, weil die zu eng ist oder weil die Scheiße eingefahren ist? Weil die zu eng ist. Okay. Mein Ballenwagen komm, kann ich. Ja, wahrscheinlich ist es einmal da eng. Na gut, weil er halt noch keinen Lenkachse hat. Ballenwagen? Ja gut, und wegen dem scheiß Arm, weil er so weit hinausragt. Naja. Ja, wenn er halt die Lenkachse setzt, dann wird er halt ein bisschen mehr mitlaufen, das wäre halt der Vorteil. So. Kurz und so. Biggi, was soll der eigentlich hier unten machen, der Drescher? Löschen. Wir sind warten, bis er fertig ist. Mit, also bis das Getreide gewachsen ist. Das ist, glaube ich, morgen. Jetzt nicht falsch stehe. Das ist richtig. Weil ich es ja im ersten Tag angesehen habe, sollte das morgen reif sein. Kann ein paar Felder machen, also. Nichts mit Vorspulen. Ja, ist gut. Wo lässt du denn hinfahren? Zu 33, 43. Hat's auch was drauf? Ja, hab ich auch Sojabohnen drauf. Ach, ups. Ich dachte, jetzt wieder Mais drauf. Nee. Ah, nee, Mais hat's ja oben hin gemacht, genau. Stimmt. Weil das ist mir viel zu viel gewesen. Das bringt meine BGA nicht verarbeitet, also bringt es auch nichts, das zu machen. Ah! Also bringt es nichts, also machen wir oben mal das Doppelte an Mais, ne? Ich hab weniger Mais als hier unten gehabt. Ich glaube fast nicht, dass das weniger ist. Doch, ich habe schon geguckt. Ich habe jetzt zu Notfall, wie weiß die 41 dazu gemacht, aber sonst. Ja, sonst mache ich auch noch die 41 mit Sojabohnen. Das habe ich mir schon gedacht. Habe ich schon überlegt, wie ich das so mache. Gut, aber wir waren dran. Du, gell? Ich glaube, ich war dran. Meine Freunde, ich würde sagen, wer zurückgefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.